Willkommen zu meinem Karen Talk oder ich weiß nicht, wie das heißt. Ey Leute, gib mir bitte einen gescheiten Namen, weil niemand ist mehr in der Quarantäne. Ich habe nur keinen neuen Namen. Ich habe heute das große Vergnügen und die Freude, mit Janka Oertel zu sprechen. Janka ist die Chefin des Asienprogramms vom Europäischen European Council on Foreign Relations, keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt, findet sich selber, lässt sich nicht auch wörtlich übersetzen. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Hi. Wie geht's? Sehr gerne und danke, dass du mit uns jetzt gleich, und das ist das Thema heute, über China sprechen wirst. Aber wie geht's? Soweit ganz gut. Ich glaube, langsam haben alle so ein bisschen die Nase voll vom Lockdown, vom Zuhause-Sitzen, vom Homeoffice. Ich glaube, Menschen werden jetzt langsam mal wieder gut und echte Gespräche. Das ist ja gerade bei so einem Thema wie meinem oft ganz wichtig, dass man auch ein bisschen vertraulicher sprechen kann, und irgendwie funktioniert das einfach online nicht so richtig gut. Aber was fehlt dir denn? Was meinst du denn mit Menschen? Ich bin doch auch einer, wir reden doch gerade. Ja, aber es ist schon was anderes, wenn wir einen Kaffee trinken können. Deswegen, also ich glaube schon, das braucht es dann doch nochmal. Und diese Art von Vertraulichkeit, die man für so gewisse Themen braucht, man sagen kann, ja, aber unter uns, ich würde das so oder so betrachten, das kriegst du einfach online nicht hin. Das kriegst du hin mit Leuten, die man gut kennt, aber insbesondere neue Netzwerke zu knüpfen. Und ich bin gerade im Aufbau eines neuen Programms. Das ist wahnsinnig kompliziert online. Das glaube ich, wobei das mit dem Kaffee weise ich mit Empörung zurück. Wenn der Kram hier vorbei ist, ohne Alkohol treffe ich niemanden mehr. Und das führt mich zu meinem Werbeblog. Für eine vernünftige Devise. Ja, ja, klar, aber ich führe mich zu meinem Werbeblog Obsthof am Steinberg.de. Da kann man den besten Äppler bestellen bei Andreas Schneider, Leute. Zurück zum Appleboy ist das Beste, was es gibt. Hilft doch gegen Corona. Wäre Hessen eine Diktatur wie Belarus, wo Lukaschenka sagt, Eishockey und Wodka hilft und Ziegenbabys, würde auch Appleboy helfen können. Aber jetzt mal zu einem sehr, sehr ernsten Thema, nämlich das Thema, über das wir heute sprechen wollen, ist China. Ich bin sehr dankbar, dass du dir dafür die Zeit nimmst. Es gibt nicht sehr viele Expertinnen und Experten im deutschsprachigen Raum zum Thema, zu einem Thema, was aber omnipräsent ist, nicht erst seit der Pandemie. Und du bist sicher einer der allerbesten, die ich kenne. Und da, danke dafür, dass du dir die Zeit nimmst. Es gibt eine Reihe von Themen. Das eine ist, wir können das nicht alles besprechen, und will ich ehrlich gesagt auch nicht, weil es den Rahmen sprengt. Das ist die omnipräsente Frage auch zwischen den Amerikanern und den Chinesen, aber auch für uns und für die Wissenschaft hochrelevant. Wie ist das dazu gekommen? Was ist der Ursprung? Das ist natürlich das europäisch-chinesische Verhältnis. Das ist natürlich das amerikanisch-chinesische Verhältnis, was ja zunehmend eskaliert. Es ist aber vor allem, und damit würde ich gerne anfangen, die innere Situation in China, die ökonomische Situation, aber auch die Gesundheitssituation. Wie ist die gerade? Ja, es ist für uns momentan ganz, ganz schwierig zu sagen, wie die genaue Lage in China ist, weil die Informationslage wahrscheinlich noch nie so schlecht war wie jetzt gerade. Wir haben einen Haufen Journalisten, die das Land verlassen mussten, über verschiedene Kontroversen, amerikanische Journalisten, die das Land verlassen mussten. Wir haben aufgrund der Gesundheitssituation, die in China vorherrscht, auch relativ viele deutsche Journalisten, die einfach ausgereist sind und Zeit hier verbracht haben, jetzt nicht ohne weiteres wieder einreisen können. Die Bewegungsfreiheit ist relativ stark eingeschränkt. Man kann jetzt wieder innerhalb Chinas reisen, aber so ganz ohne weiteres kann das eben auch nicht passieren, weil wieder lokale Quarantänesituationen es gibt, die Einschränkungen dann doch wieder relativ strikt sind. Und wenn man immer wieder 2 Wochen dann zu Hause bleiben muss, wenn man sich irgendwo hinbewegt hat, dann schreckt das natürlich stark davon ab, sich im Land zu bewegen. Das heißt, so richtig gut können wir gerade momentan gar nicht sagen, wie die Situation vor Ort genau aussieht. Wir müssen eigentlich auf das hören, was uns die Regierung sagt. Und da ist tatsächlich so, dass man bei allen Zahlen und bei allen Daten, die kommen, zur Wirtschaftslage, zur Gesundheitssituation etc., immer das Credo im Hintergrund haben muss und immer sozusagen mit dem Kaviat das betrachten muss: The numbers have to fit the story. Und die Geschichte, die uns erzählt wird, ist, dass es eine erfolgreiche Virusbekämpfung gibt momentan, dass es sehr minimale lokale Ausbrüche gibt, die dann schnell abgeschlossen werden, und dass die Wirtschaft angekurbelt wird und wieder auf Hochtouren fahren wird. Was wir sehen können, ist, dass die Arbeitslosenzahlen hoch sind, und das, was wir jetzt gerade so der Nationale Volkskongress tagt ja gerade, dass wir da beim Gericht der Regierung sehen konnten, dass der Glaube in die Leistungsfähigkeit der eigenen Wirtschaft schon so einen kleinen Schaden genommen hat, und dass man sieht, dass da jetzt harte Monate und möglicherweise auch harte Jahre auf China zukommen, die vor allen Dingen dadurch abgefedert werden sollen, dass man die lokalen Champions, also die einheimischen Unternehmen, stärken will und hart auf Digitalisierung setzt und darauf setzt, Chinas sozusagen Marktposition an den Weltmärkten zu verbessern. Aber du hast gerade gesagt, eine hohe Arbeitslosigkeit. Was heißt hohe Arbeitslosigkeit?
Ja, das ist halt immer das Problem, dass wir das natürlich gar nicht so ohne weiteres sagen können. Wir können halt so ein bisschen gucken, wo, in welchen, wie sehen die sozusagen, wie sehen die Produktionszahlen aus, wie sehen die Einstellungszahlen aus bei den großen Unternehmen. Aber der ganze Bereich der Migrant Worker, also der Wanderarbeiter, die in China unterwegs sind, da ist relativ schwierig, ordentliche Statistiken zu bekommen und zu wissen. Es gibt ungefähr 180 insgesamt, 180 Millionen eigentlich ungefähr. Genau, aber auch das ist eine Zahl, wo man sagen muss, ja, ungefähr. Also ich glaube, dass alle diese Zahlen muss man eben mit sehr, sehr großer Vorsicht betrachten. Und wir wissen bei nicht allen davon, ob sie wieder in Arbeit sind, ob sie wieder in Arbeit kommen, wo sie wieder in Arbeit kommen, ob sie zu Hause wieder bleiben, ob sie wieder in die großen Städte kommen. Das ist alles relativ unklar. Und das ist für uns noch momentan so, da müssen wir noch ein bisschen Zeit vergehen lassen, um zu sehen, wie die Situation sich weiterentwickelt. Was wir sehen können, ist, dass die Sektoren, die arbeitskraftintensiv sind, also zum Beispiel der Kohle- und Stahlsektor, dass die weiter gefördert werden. Und dass das natürlich was ist, wo wir sagen müssen, na, eigentlich war ja die Idee Strukturwandel und weg von diesen Industrien hin zu sagen Green Economy auch in China. Das ist momentan nicht abzusehen. Das sozusagen die Kosten dafür, den Strukturwandel jetzt in Kauf zu nehmen und Arbeitsplätze in diesen Industrien abzubauen, ist unter diesen Bedingungen sehr, sehr unwahrscheinlich. Das heißt, damit richtig verstehe, auf der einen Seite versuchen Sie aus der Krise so herauszukommen, dass Sie gerade in den Bereichen, wo die Startlinie gerade gezogen ist, Digitalisierung dann als Marktführer, rauskommen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Backlashes. Also der Grund, warum wir auf Green Economy und auf Klimaschutz setzen wollten, war ja in erster Linie auch teilweise, dass das normale Leben in Großstädten nicht mehr möglich war und teilweise ist, wegen des Smogs und wegen der Luftverschmutzung. Das ist gerade nicht mehr wichtig, sondern das Primat ist Kohle oder wie auch immer. Hauptsache, es gibt jetzt wieder Wachstum. Richtig? Ja, das Primat ist Wachstum, Arbeitsplätze sichern, und die Wirtschaft wieder ankurbeln. Und wir haben jetzt im Bericht von Li Keqiang beim Nationalen Volkskongress gesehen, das Thema Klimawandel taucht gar nicht mehr auf. Es wird als Wort gar nicht mehr verwendet in diesem Bericht. Das Wort Kohle schon. Clean Coal wird relativ viel verwendet als Begriff. Pollution-Bekämpfung, also die sozusagen Luftverschmutzungsbekämpfung, das ist durchaus auch ein Thema, das da ist, weil das etwas ist, was die Menschen einfach in ihrem täglichen Leben betrifft. Aber es gibt ja eben noch einen Unterschied zwischen der Bekämpfung von Partikeln in der Luft und von tatsächlich den Klimagasemissionen. Das heißt, der Unterschied zwischen tatsächlich Klimaschutzmaßnahmen und Umweltschutzmaßnahmen, der wird doch noch relativ deutlich gemacht. Und der Umweltschutz ist dann höher angesiedelt als der tatsächlich übergeordnete Klimaschutz, der so jetzt für die direkte Arbeit der Regierung momentan keinen so hohen Stellenwert hat. Es gibt ja eine App, die alle haben, vor allem in Großstädten, wegen der Luftverschmutzung, nicht? Willst du das nochmal beschreiben, wie das im Alltagsleben der Leute ist mit dem Smog und mit der Luftverschmutzung? Also Luftverschmutzung ist natürlich ein Riesenthema seit Jahren in China gewesen, weil es die Lebensgrundlage von Menschen entzieht. Wer keine saubere Luft zum Atmen hat, und zieht sich ja dann weiter, die dreckige Luft, die dreckigen Böden, das dreckige Wasser, das sind alles Folgen eines rasanten Wirtschaftswachstums, wo eben die Wachstumszahlen übergeordnet wurden dem Umweltschutz. Und das sind ja Debatten, die wir auch kennen aus Europa. Das ist ja jetzt nichts, was jetzt irgendwie völlig fremd ist als Diskussion. Nur das ist bei uns eben schon ein paar Jahrzehnte her. Und hier versucht die Regierung seit Jahren und auch seit Jahren schon fast, muss man sagen, Jahrzehnten, so eine bessere Balance zu finden, Umweltschutz zu betreiben, die Luft sauber zu bekommen, die Gewässer sauber zu bekommen, die Böden sauber zu bekommen und trotzdem Wachstum zu gewährleisten. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großer Balanceakt. Bei der Luftverschmutzung ist es so, dass das inzwischen eben dadurch, dass jeder jetzt eine App haben kann und jeden Morgen den Partikelstand sehen kann, dass es da auch ein höheres Maß an Transparenz gibt. Ansonsten ist das ja auch so ein Themenfeld, das bei autoritären Staaten immer schwierig ist. Denn wenn man sich wieder, wie gesagt, auf Daten und Fakten der Regierung verlassen muss, dann läuft das ja relativ viel oder bleibt da viel Spielraum für die Regierung übrig. Das ist bei Luftverschmutzung zum Beispiel was, das ist relativ schwierig, das unterm Deckel zu halten. Jeder kann die dreckige Luft sehen. Das heißt, hier wird geliefert werden müssen. Und hier ist die Pekinger Regierung auch durchaus bereit und willens und sehr stark involviert, um das tatsächlich auch zu liefern und da Verbesserungen reinzuführen. Die Verbesserungen sind in den letzten Jahren tatsächlich signifikant gewesen und insbesondere jetzt in der Corona-Krise, wenn die weniger produziert wird, wenn die Wirtschaft runterfährt, die Luftverschmutzungszahlen sind tatsächlich runtergegangen in dieser Zeit. Es gibt ja noch eine App, die zurzeit alle brauchen fürs Leben. Also die Corona-App. Genau. Genau, so eine Corona-App. So, ist das eine App oder sind das verschiedene Leute, Apps für verschiedene Leute? Das sind verschiedene Apps in China. Also das ist nicht so, dass es irgendwie die eine von der kommunistischen Führung überordnete App gibt, sondern die sind vor allen Dingen lokal. Und die sind eben in den verschiedenen, man muss sozusagen dann für die eine Provinz die eine App haben und für die andere Provinz die andere App haben. Und die sind auch unterschiedlich, ob man jetzt ein chinesischer Staatsbürger ist oder ob man ein internationaler Gast ist.
wo man dann zum Beispiel seine Passnummer noch eintragen muss. Und diese Apps sind natürlich der Traum für einen autoritären Staat, der digitale Überwachung zu dem Zentrum seines Seins gemacht hat. Denn hiermit ist natürlich, Bewegungskontrollen sind damit möglich. Es ist völlig unklar, welche Daten da alle aufgezeichnet werden. Es ist völlig unklar, wo diese Daten nachher landen, wo die gespeichert werden, wie lange die gespeichert werden. Darüber gibt es natürlich überhaupt gar keine Transparenz. Und es gibt eben auch die Möglichkeiten, Ausgangsverbote zu erteilen. Denn die App hat so eine Art Ampel, rot, gelb, grün. Und wenn man grün ist, darf man am sozialen Leben teilnehmen. Wenn man rot ist, darf man es nicht. Das schafft natürlich auch Möglichkeiten, hier und da einfach mal auf Rot zu schalten oder auf Gelb zu schalten, um gewisse Einschränkungen möglich zu machen. Und das ist etwas, was wir als mahnendes Beispiel dafür, wie man mit sowas eben nicht umgehen sollte. Erzähl doch mal, was passiert. Ich bin jetzt zu Hause, ich will jetzt einkaufen gehen. Ich bin Trainer vom FC Augsburg und brauche Zahnpasta. So, und was passiert dann? Und du bist auf Rot. Oder bist du auf Grün? Genau. Das ist die Frage. Wenn du ich bin auf Rot. Bist, und dann bin jetzt auf Rot. Was passiert, wenn ich jetzt raus? In den Laden rein. Musst erst, wenn du in den Laden reingehst, musst du erst dein Telefon vorzeigen mit deinem Code. Wenn du auf Rot bist, kommst du nicht rein. Kannst du keine U-Bahn steigen, kannst du in kein Taxi steigen, kannst du vergessen. Kommt natürlich immer auch darauf an, was sozusagen die Bedingungen vor Ort sind. Aber ich muss das erstmal verkraften. Jeder einzelne Laden hat so einen Scanner für deinen Code. Unterschiedlich, ja, aber sozusagen großteils schon. Das verbreitet sich natürlich dann auch jetzt relativ schnell. Die mussten sich darauf auch vorbereiten. Aber genau da, so ist es gedacht, dass der Laden an der Ecke sagen kann, und ich meine, ein Scanner für deinen Code, das ist ja heutzutage in einem Land, in dem sozusagen Digital Payments die absolute, die sozusagen Grundlagen sind, das ist ja technisch nicht kompliziert umzusetzen. Und es ist dann relativ leicht möglich zu sagen, hier, zack, kommst du rein oder kommst du nicht rein. Man muss wissen, in China wird das gesamte Leben, es gibt nicht mehr, niemand hat mehr Credit Cards, sondern alles wird übers Handy abgewickelt. Das heißt, das gesamte Leben läuft eigentlich über vor allem WeChat. Und das macht es natürlich vor allen Dingen, also ne, digitale Zahlung ist das absolute Zahlungsmittel, mit dem man unterwegs ist. Und das auch das macht natürlich wieder eine Verfolgbarkeit, das Gläserne des Menschen sehr viel größer. Und das macht das schafft eine Grundlage, wo es auch ein hohes Akzeptanzmaß gibt für diese Art von Maßnahmen. Es schockt jetzt niemanden, dass man irgendwo seine App vorzeigen muss, so direkt, weil es eben so normal ist, dass das Handy einfach irgendwie schon sozusagen festgetackert sein muss am Körper. Wobei, wenn ich jetzt, ich muss nochmal zurückkommen, es gibt ja ein Social Scoring, das musst du gleich auch nochmal bitte erklären, ich glaube nicht, dass das alle wissen, was sicher schlechte Karma-Punkte gibt, ist, wenn man irgendwas mit FC Augsburg zu tun hat und deshalb, ich begehe solche Sünden nicht, aber nochmal zurück, ich meine, Social Scoring behandelt ja, vergibt ja quasi Punkte für die Art, wie du dich benimmst. Genau. Magst du nochmal kurz erklären und vielleicht kann das auch dann zu einer roten Ampel führen bei Covid? Ja, das ist halt das Social Credit System, das Sozialkreditsystem ist ein sehr, sehr komplexes Thema, das man eigentlich so in 2 Minuten gar nicht ohne weiteres erklären kann. Die Idee dahinter ist, dass man, das sind sozusagen 2 Ideen dahinter. Eine Idee dahinter ist, dass man ein Vertrauen herstellen kann in Prozesse, weil das tatsächlich jetzt ein hohes Maß an Korruption und Misstrauen etc. gibt. Und das andere ist, dass man damit ein hohes Maß an Kontrolle ausüben kann. Im Prinzip soll das nur sowas, die Chinesen erklären das gerne, als sowas wie die Schufa. Bin ich ein guter Kreditnehmer oder bin ich ein schlechter Kreditnehmer? Habe ich nachgewiesen, dass ich Geld zurückzahle? Habe ich nachgewiesen, dass ich in Wirtschaftsbeziehungen, sagen, ne, wenn ich irgendwas online bestelle, dass ich die Rechnung dann auch gleich bezahle? All diese Dinge. Das ist sozusagen der Grundgedanke dahinter. Aber es geht natürlich dann ganz, ganz, ganz viele Schritte weiter. Und dann kann auch sowas dazu gehören wie, habe ich regelmäßig meine Großeltern besucht? Habe ich regelmäßig meine Steuern bezahlt? Habe ich die Xi Jinping-App runtergeladen? Und wenn man all das dazu baut, dann gibt es so Apps, womit man sagen, die Weisheiten der kommunistischen Partei auch täglich nochmal nachlesen kann. Okay. Und die tracken natürlich auch, ob du es gemacht hast. Die können auch nachlesen, ob du das. Ja, ich meine, ist ja so, du kannst ja irgendwie, wenn du eine Vollkontrolle über so ein Smartphone, im Übrigen Smartphone, über so ein Smartphone hast, dann kannst du ja auch natürlich checken, ob jemand wirklich irgendwie am Tag irgendwie einmal diese App aufgemacht hat, um die weisen Worte gesprochen hat. Und ob er die dann tatsächlich gelesen hat oder nicht, kannst halt nicht. Ja, aber checken. Du musst ja aufmachen. Du kannst sie halt aufmachen, im Zweifelsfall. Also, sagen wir mal so, das ist ein sehr komplexes Feld. Der ursprüngliche Plan war, dass man das über die ganze Nation bis Ende 2020 ausgerollt hat. Aber auch da eben viele lokale Systeme, viele kleinteilige Systeme, die nachher letzten Endes in so einen größeren Kontext gestellt werden, um die Zentralisierung von Daten
und die Bewertung von Bürgern zusammenzuführen. Aber das Interessante daran ist, dass es eben nicht nur die Bürger trifft, sondern auch die Ausländer, die im Land sich befinden und die Unternehmen, die sich im Land befinden. Und das heißt, dass es so eine Art Verantwortungskette gibt bis runter zum Zulieferer. Mhm. Wenn also ein deutsches Unternehmen sich in China aufhält und Dinge kauft und Dinge produziert, dann muss es sozusagen die Lieferkette darüber nachhalten. Und wenn man auf Lieferanten zurückgreift, die eben schlechtes Scoring haben, dann wirkt sich das entlang der Lieferkette aus. Und das sind so Themen, die momentan die Europäische Handelskammer eben auch nochmal diskutiert, dann mit europäischen Unternehmen. Was bedeutet das eigentlich vor Ort? Wir wissen, haben da noch nicht hundertprozentige Klarheit darüber, was die tatsächliche Umsetzung ist, aber das System an sich existiert schon und es wird weiter ausgebaut. Diese Vollkontrolle ist ja die Grundlage dafür, dass China behauptet, aufgrund des Systems im Land effizient mit der Pandemie umgehen zu können. Stimmt das? Ja, ich glaube, es ist tatsächlich immer ein bisschen die Frage. Es gibt Untersuchungen darüber, ob jetzt Demokratien oder autoritäre Systeme besser mit der Pandemie umgehen. Die Zahlen sind relativ eindeutig, dass die Demokratien eigentlich im Schnitt besser abschneiden. Die Frage ist ja auch immer, was bedeutet hier eigentlich gut abschneiden? Was ist das Kriterium da? Ist das Kriterium, dass möglichst wenig Menschen sterben? Oder ist das Kriterium, dass möglichst schnell wieder Wirtschaftsleistung erbracht werden kann? Im letzteren Kriterium, wir haben ein volles Herunterfahren der chinesischen Wirtschaft gehabt und tatsächlich auch ziemlich großes Maß an Chaos, wo man sagen muss, es waren Containerschiffe, die nicht mehr abgeladen werden konnten, Lieferungen, die nicht mehr rausgehen konnten. Wenn wir innerhalb Chinas Lieferverkehr ist irgendwie zusammengebrochen, weil die Fahrer dann in Quarantäne mussten. Also da gab es Wochen, die halt wirklich nicht besonders, die keinen besonders guten Management-Style an den Tag gelegt haben, sondern aber die oberste Priorität, die Bekämpfung des Virus, die Eindämmung des Virus und das möglichst schnelle Attackieren des Ganzen, um das Verbreiten über das ganze Land zu verhindern. Und man kann jetzt nicht sagen, dass da nur Fehler gemacht wurden, aber am Anfang wurden eine Menge Fehler gemacht. Und dann wurden Lektionen daraus gelernt und dann hat man es im Sinne der Führung und im Sinne der Interessen der kommunistischen Partei erfolgreich gelöst. Und das sozusagen, was das jetzt letzten Endes bedeutet für uns alle. Ich habe 2017 mir die Finger wund geschrieben, Briefe an die Bundesregierung, Proteste hier, Proteste da, dass Tedros Adhanom nicht Chef der WHO werden soll. Da hatte ich ehrlich gesagt keine Ahnung von seinen Verbindungen nach China. Ich habe das gemacht, weil er als Offizieller in verschiedenen Positionen in der damaligen äthiopischen Regierung mit beteiligt war an den Massenmorden an den Oromo im Westen des eigenen Landes. Eigentlich ist es ein Mann, der Blut an den Händen hat. 2017 hat das wochenlang gedauert, bis ich in einer kleinen Zeitung einen Einspalter dazu bekommen habe, Grüne finden durfte, dass Tedros jetzt Chef werden soll der WHO. Wie können wir denn, glaubst du jetzt durch diese Krise, die wir jetzt erleben und durch die teilweise zumindest, die WHO ist unglaublich wichtig, aber teilweise verfehlte Herangehensweise der WHO, glaubt jetzt dauerhaft eine Aufmerksamkeit in Deutschland und Europa implementieren können für diese großen Organisationen, die wirklich lebenswichtig sind? Es ist ja nicht nur WHO, es ist OCHA, also das Hilfswerk für humanitäre Katastrophen, das ist UNHCR, das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, UNICEF, UNESCO und so weiter. Zum Beispiel sowas wie die ITU, die International Telecommunications Union, oder WIPO, die World Intellectual Property Organization, in denen der Einfluss Chinas sehr, sehr signifikant ist und wo es darum geht, wie die Zukunft unserer, unserer vernetzten Welt gestaltet wird, wie die Regeln, die Spielregeln des internationalen Datenverkehrs aussehen sollen. Ich kenne diese Organisation nicht, erzähl mal. Naja, ich meine, die Internationale Telekommunikationsunion, also ITU, das ist tatsächlich, ich glaube, es ist die älteste internationale Organisation, die es gibt, weil man schon immer eben regeln musste, wie Post- und Telekommunikationsverkehr über Grenzen funktionierte. Das sind so die ersten also Beispiele. Ein Kabel verlegt, überirdisch an der deutsch-französischen Grenze. Die man nicht mal klären musste. Und das sind ganz alt eingesessene internationale Organisationen, die sozusagen vor den Vereinten Nationen gegründet wurden, um eben multilateral globale Probleme dieser Art zu klären. Und das sind Organisationen, in denen sehr geschickt, in denen werden Standards festgelegt, wie sollen Dinge laufen und auf welche Standards einigen wir uns, damit das global funktioniert, damit das kompatibel ist. Und da sehen wir einfach ein hohes Maß an Aufmerksamkeit von chinesischer Seite derzeit, genau in diesen Institutionen Standards eben auch zu gestalten. Und diese Standards können dann natürlich eben auch einen großen Einfluss darauf haben, wie die Zukunft der Welt gestaltet wird. Und dann müssen wir uns diesen Standards eben auch anpassen.
Und um da auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, ob das jetzt, ob wir da jetzt dauerhaft mehr Aufmerksamkeit für generieren können. Ob wir das können, weiß ich nicht. Aber dass wir das sollten, ist relativ klar. Und wir reden hier sehr, sehr viel über Multilateralismus. Wir haben uns aber das Thema eigentlich wegnehmen lassen von China. Sehr, sehr geschickt wird von chinesischer Seite Multilateralismus eingesetzt, um die eigenen Interessen und Ziele zu verfolgen. Und ich glaube, wir müssen eben tatsächlich den Multilateralismus zurückgewinnen und das Narrativ über die Art und Weise, wie internationale Kooperation laufen soll, wieder für uns einnehmen. Und das braucht Zeit, Geld, Investitionen, Personal, Aufmerksamkeit und politisches Gewicht. Wobei das natürlich ein Problem ist, wenn in diesen Zeiten der amerikanische Präsident es den Chinesen einfach macht, auf internationalen Konferenzen zu erklären, wir sind ja diejenigen, die für Multilateralismus und für regelbasiertes Miteinander auf internationaler Ebene stehen, um dann im südchinesischen Meer einfach sich an Schiedssprüche nicht zu halten und auch an Regeln und Grenzen nicht zu halten. Aber wir erleben ja auch gerade, wie schwierig es ist, Aufmerksamkeit zu generieren für die Menschenrechtslage. Sicherheitsgesetz in Hongkong, Verfolgung, wie heißt die nochmal? Die Camps in Xinjiang. Genau, die Uiguren in Xinjiang. Genau, da gibt es ja diese Camps, die heißen Umerziehungscamps oder so, ich weiß. Umerziehungslager. Ja, über 1 Million Leute, die dort nicht kaserniert, sondern interniert sind. Das ist ja ganz kompliziert. Mir geht es so, dass immer, wenn ich dieses Thema irgendwo anspreche, es so eine Grundstimmung gibt in Deutschland, ja, was soll man denn da was sagen, das bringt doch eh nichts. Bringt das nichts? Doch, das bringt was. Das ist tatsächlich dieses stille Zustimmen zu dem, wie China innenpolitisch handelt. Sollte uns spätestens jetzt seit der Corona-Krise eine klare Lehre sein. Denn so wie sie sich innerhalb Chinas verhalten, werden sie sich auch global verhalten. Und so werden sie auch global versuchen, das Narrativ zu gestalten. Und das ist einfach was, wo wir ja sagen müssen, da braucht es ein hohes Maß an Aufmerksamkeit. Und es muss immer wieder angesprochen werden. Natürlich sind die Möglichkeiten, die Europa hat, insbesondere auf die, wenn wir auf Hongkong zurückkommen, auf das jetzt verabschiedete oder den jetzt verabschiedeten Prozess zur Einrichtung eines Sicherheitsgesetzes im Hongkonger Basic Law, um darauf Einfluss auszuüben. Es ist unglaublich schwierig, tatsächlich da eine Veränderung noch das nochmal zurücknehmen zu lassen oder das wieder zurückzudrehen, da das Rad. Man kann natürlich sagen, wir hätten viel früher, viel aktiver sein müssen. Das ist immer ein bisschen müßig, darüber zu sprechen. Aber wir können natürlich jetzt den Preis dafür sehr viel höher treiben, wenn wir klar machen, dass Verhalten dieser Art sich nicht an internationale Verträge halten, denn wir reden hier über die Sino-British Joint Declaration, also den gemeinsam geschlossenen Vertrag zwischen Großbritannien und China, sich daran nicht zu halten, muss einen Preis haben. Wenn der Preis aber nur ist, dass wir irgendwie so hinter vorgehaltener Hand sagen, finden wir nicht so gut, dann reicht das nicht aus. Dann wird das keinerlei abschreckenden Effekt haben auf die zukünftige Gestaltung. Das heißt, ja, mehr Aufmerksamkeit, mehr hinschauen und sich klar darüber sein, dass alles, was wir tun, was unsere Interessen und unsere Werte voranbringt, einfach ein wichtiges Gegengift und eine wichtige Maßnahme ist für eine Veränderung des geopolitischen Klimas, das du ja auch angesprochen hast. Es geht eben tatsächlich ja auch um die USA und die Art und Weise, wie mit Multilateralismus umgegangen wird. Mhm. Und dass das wirklich die einzige Möglichkeit dazu ist, für Europa tatsächlich seine Stimme zu erheben, sich dahinter zu verstecken, dass die anderen das alle gerade schlecht machen, wird sicherlich keine Lösung sein. Ich habe die feste Vorgabe, ich soll nicht länger als 10 Minuten reden. Ich glaube, wir sind jetzt mal oder so. Ich habe noch zwei wirklich große, wichtige Sachen. Es gibt so viel mehr. Und ich bin so dankbar, dass du hier das so profund und so eindeutig und so verständlich auch erklärst. Aber ich habe zwei Dinge, die ich nicht weglassen kann. Das eine ist verknüpft an das, was du am Ende gesagt hast, der Systemwettbewerb, die Frage der Systemkonkurrenz. Und das zweite ist Taiwan. Ich glaube, dass gerade bei aller Sorge über die Situation in Hongkong, über Taiwan, wir auch nochmal reden müssen. Aber erstmal der systemische Wettbewerber. Es gibt ja diese Papiere, Partner, Partner, Konkurrent und systemischer Mitbewerber, systemische Rivale, heißt das so, glaube ich, im Deutsch. Das mit dem Partner ist im Übrigen, sollte ich jetzt auch nicht zu kurz kommen, es gibt Bereiche, wo die Kooperation höchst fruchtbar ist und die wir auch nicht aussetzen wollen. Wobei zum Thema, was passiert jetzt, welche Lehren ziehen wir, sollte ja auch dazugehören, dass Antibiotika vielleicht nicht alle grundsätzlich
in einem Land, sondern nicht nur für uns in Europa, sondern dass eigentlich die Grundversorgung in jeder einzelnen Region der Welt autark auch hergestellt wird. Aber wie wird die chinesische Seite, schürt sie einen Systemwettbewerb, fürchtet sie einen Systemwettbewerb, wollen sie einfach nur Ruhe haben vor unserer Demokratie oder was verbirgt sich dahinter? Also wir haben, glaube ich, zwei parallele Entwicklungen. Die eine Entwicklung, die wir sehen, ist die innerhalb Chinas, wo es eigentlich die Maßgabe gab, so aus der Deng Xiaoping-Ära, dass man sagt, so, wir machen Schritt für Schritt und wir gehen immer weiter und immer weiter. Aber dabei hält man so a low profile, war immer die Ansage. Man muss sich nicht zu weit raustrauen und muss sich auch nicht so sehr einmischen in viele Dinge. Wir machen es jetzt erstmal bei uns und Schritt für Schritt und leise können wir unsere Stellung in der Welt verbessern, können wir vor allen Dingen aber auch innen sozusagen unseren Wohlstand verbessern. Das ist das oberste Ziel. Diese Zeit ist spätestens seit Xi Jinpings Rede auf dem 19. Volkskongress vorbei, dass wir einfach ganz klar sagen können, die China Center Stage ist so die Idee, wir sind wieder im Mittelpunkt angekommen und wir werden aktiver und deutlicher unsere eigenen Interessen auf der Weltbühne vertreten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir jetzt erleben. Wir sehen ein China, das viel aktiver in Prozesse einschreitet, viel aktiver versucht, Narrative zu gestalten. Das haben wir jetzt während der Corona-Krise, insbesondere hier auch in Europa, ganz aktiv gesehen. Und das ist neu für uns im Umgang. Und das ist eben noch gar nicht so lange her, dass sich das so deutlich geändert hat. Ich will gar nicht sagen, dass das nicht sozusagen angelegt war im System, dass es eigentlich darauf hinauslief. Aber die Kommunikation darüber, die hat sich definitiv verändert. Du machst zum Beispiel die Lieferungen nach Italien und Es geht darum, insgesamt, wir haben jetzt hier die Beispiele, die man sozusagen jetzt allein während der Corona-Krise sammeln kann, sind enorm gewesen. In Italien die Art und Weise, wie sozusagen die Presse dort genutzt wurde, um sogar auch Desinformation und Fake News zu präsentieren, was Chinas Hilfslieferungen angeht. Wir haben Fälle in den Niederlanden, wo es einen großen Druck gab darauf, dass da der Name Taiwans, der Taiwan-Vertretung geändert wurde. Da gab es einen riesigen Aufschrei. Wir haben aber auch schon vorher Fälle gehabt, vor der Corona-Krise in Schweden, wo sich der dortige chinesische Botschafter die ganzen Journalisten einbestellt hat und gesagt hat, ihre Aufgabe wäre es, zu einer harmonischen Gesellschaft beizutragen und nicht dazu, irgendwelche Fakten zu berichten. Also sozusagen, wir haben diese neuen Formen des Umgangs, die haben wir schon ein bisschen länger. Die sind jetzt nicht alle nur durch Corona gekommen, aber sie sind da nochmal deutlicher geworden. Was wir aber auch parallel haben, ist so ein Umdenkprozess, der insbesondere hier in Deutschland stattfindet und der hier stattgefunden hat über die letzten Jahre. Das ist nämlich der, dass früher eigentlich China, das war einfach nur ein wichtiger Wirtschaftspartner und so richtig politisch damit auseinandersetzen musste man sich eben nicht. Ich vereinfache hier stark. Aber sozusagen in der Grundschau, solange das Geschäft gut lief, alles gut. Aber dadurch, dass der chinesische Markt sich so verändert hat und dass sich eben auch Chinas Ambitionen so verändert haben wir dort einen formidablen Wettbewerber bekommen, der genau in den Bereichen richtig gut ist, in denen wir auch in Deutschland richtig gut sind. Maschinenbau zum Beispiel, Automobilindustrie, das sind genau die Felder, in denen China eben tatsächlich auch eine Führungsrolle anstrebt. Und dadurch haben sich für uns auch die Wettbewerbsbedingungen geändert. Und das ist ein Prozess, der sozusagen parallel dazu lief, dass auch die deutsche Wirtschaft gesagt hat, Moment mal, das läuft halt hier gar nicht mehr so richtig gut für uns. Wir müssen uns da ein paar langfristige Gedanken zu machen. Und daraus, aus diesem Prozess, der eben so über Jahr 2018, 2019 lief, ist Anfang 2019 diese neue Formel entstanden, die auf europäischer Ebene benutzt wird, des Partners, des Wettbewerbers und des Rivalen. Und das ist natürlich ein Dreiklang, der erstmal so ganz gut klingt und man sagt, ja genau, und das ist ja auch in den einzelnen Bereichen so. Ich glaube, wir merken aber jetzt schon, und das ist das Schockierende daran, schon nach eigentlich einem Jahr, in dem wir uns jetzt mit dieser Dreifaltigkeit da beschäftigen, mit dem Dreiklang beschäftigen, dass der jetzt schon an seine Grenzen stößt. Und das ist nämlich doch ein bisschen schwieriger, an einem Tag Partner und am nächsten Tag systemischer Rivale zu sein. So leicht lässt sich das dann eben auch intellektuell nicht trennen. Das heißt, wir werden uns diese Frage, was bedeutet systemische Rivalität eigentlich, werden wir uns nochmal ganz intensiv stellen müssen und hinterfragen müssen, was wir als Europäer darunter verstehen. Denn dass wir wissen, dass China weiß, was für ein System es präferiert, das können wir relativ klar sagen. Taiwan. Ja, ganz. Ich versuche jetzt nicht die Brücke zu bauen, weil, wie gesagt, wir sind jetzt schon bei 8,5 Minuten. Deshalb Taiwan. Damit ich jetzt nicht die übliche Post bekomme, ich bekenne mich zum Prinzip der Zwei-Staaten-Lösung. Ich bekenne mich zu einer China-Politik.
Wir haben in Taiwan einen ganz interessanten Fall einfach, dass wir eine sehr lebendige Demokratie haben, die den Wandel... Darf ich nochmal erklären? Entschuldigung, ich meine das ernst, was ich gesagt habe. Das ist, wenn man nicht, das ist mittlerweile so, dass wenn man nicht, das ist ein bisschen so wie, wann ist das erste Mal hingefahren? Als der amerikanische Sicherheitsberater und späterer Außenminister dann nach Peking ging zu Geheimgesprächen und er erstmal verstehen musste, nach 4 Tagen überhaupt nicht weiterkommen, dass er erstmal verstehen muss, dass er die Ein-China-Politik konfirmen muss und akzeptieren muss, damit sie überhaupt irgendwas mit ihm reden. Wir sind jetzt eigentlich wieder an dem Punkt. Ne? Ja, und ich meine, es stellt hier in Europa auch niemand das Ein-China-Prinzip derzeit in Frage. Aber ja. Es ist natürlich trotzdem schon so, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wenn 23 Millionen Menschen einer Bedrohung ausgesetzt sind, die ihr Leben und ihren Lebensstil sehr, sehr grundsätzlich in Frage stellt. Und wenn welche? Wir Die Bedrohung, die direkte Bedrohung durch einen stärkeren Einfluss Chinas oder einen möglichen und gewollten, sehr klar und explizit ausgesprochenen Anschluss, Wiederanschluss Taiwans an die Volksrepublik. Das ist das klare, vorgegebene. Darf ich nochmal fragen? Es gab, du hast ja vorhin die eine große Rede auf dem 19. Parteitag genannt, erwähnt. Da ist ja versprochen worden, wenn ich mich recht entsinne, die Wiedervereinigung mit Taiwan bis 2022. Erstens. Ja, so klar ist es nicht geworden. Also da ist man sehr vorsichtig, auch als chinesische Führung, dass man jetzt nicht da einfach mal eine Deadline dran setzt. Also es gibt sozusagen die groben Vorgaben, dass die Idee dieser Wiederherstellung der territorialen Integrität und der vollen Größe Chinas bis 2049, was eben sozusagen 100-jähriges Jubiläum der Volksrepublik wäre, dass das dabei ist. Aber es gibt an dem, wenn man ganz genau guckt, gibt es an dem, wir müssen Taiwan reintegrieren in die Volksrepublik, gibt es keine direkte Deadline dran. Das ist nicht, also den Fehler würde man auch nicht begehen. Aber es ist nicht so, okay, dann andersrum. Jetzt hat doch der Volkskongress, der gerade stattgefunden hat, beschlossen, dass man die Wiedervereinigung mit Taiwan will. Nun beschließt das der Volkskongress jedes Jahr. Aber diesmal hat man das Wort friedliche Wiedervereinigung aus der Formulierung friedliche Wiedervereinigung das Adjektiv ausgestrichen. Stimmt das? Kann ich dir ehrlich gesagt nicht genau sagen. Ich habe das gelernt, dass, wie gesagt, bisher es immer hieß die friedliche Wiedervereinigung, jetzt heißt es nur noch Wiedervereinigung. Habe ich ehrlich gesagt in der Geschwindigkeit, in der Zeit, die sozusagen sich die Events hier entwickeln, habe ich das so, kann ich das so nicht bestätigen, kann ich weder bestätigen noch widerlegen. Okay. Aber okay. Ich glaube, was wichtig ist, ist uns ganz klar zu überlegen, wie wichtig ist uns Demokratie, wie wichtig sind uns Menschenrechte hier in Europa und wie wichtig ist es uns, Menschen zu unterstützen, die für diese Werte einstehen. Und ich glaube, da in diesen Parametern spielt sich für uns auch die Frage des Umgangs mit Taiwan ab. Ich möchte hier noch einmal für alle, die zugucken, wiederholen den einen Satz, den Europa stellt niemand, die Ein-China-Politik in Frage. Aber selbstverständlich stehen wir demokratischen Kräften auf der ganzen Welt bei, weil wir wissen, was es wert ist und weil wir wissen, was das Freiheit und Demokratie unmittelbar zusammengehören. Entschuldigung, dass ich das jetzt nochmal mit Pathos hier nochmal reinbringe, aber ich glaube, dass es immer wieder die Frage gibt, was geht mich das an, was dahinter passiert? Und die Antwort ist, wenn wir nicht als Demokratien und als Demokratinnen und Demokraten aufeinander aufpassen, ich muss es so flapsig sagen, das ist irgendwann mal alle ein Problem. Ja, und für alle, die einfach nochmal ein wirtschaftliches Argument brauchen, kann man auch sagen, Instabilität auf Taiwan würde 50% der Halbleiterproduktion weltweit betreffen. Das wäre für unsere globalen Lieferketten auch keine besonders gute Idee. Richtig. Und ich will noch ein letztes Beispiel, ich weiß nicht, ob du das erzählen magst, wahrscheinlich schon, die Presselandschaft in Australien, der chinesische Einfluss drauf. Kennst du das? Du meinst sozusagen die ganze Silent Invasion-Debatte und... Genau. Magst du das nochmal erzählen? Weil, wie gesagt, die Frage sozusagen der Zurückweisung von demokratischen Rechten ist nicht etwas, was ganz im far, far away passiert, sondern das betrifft wirklich Demokratien. Magst du das nochmal erzählen? Das betrifft Demokratien in Australien, das betrifft auch hier uns in Europa. Und ehrlich gesagt würde ich an dieser Stelle dir die nächste Gesprächspartnerin empfehlen. Das wäre Mareike Ohlberg, die gerade ein fantastisches Buch dazu geschrieben hat und die ehrlich gesagt all diese Fragen noch viel besser beantworten kann als ich. Wenn ich richtig weiß, zusammen mit demjenigen, der erstmal... Hamilton, der das Silent Invasion Buch geschrieben hat in Australien. Der hat das über Australien geschrieben und jetzt haben sie das selber nochmal über Europa geschrieben. Es geht um Investitionen gezielt in Meinungsmacherbranche,
durch die chinesische Seite und wie das tatsächlich, es geht nicht nur darum in diesem Buch. Es geht einfach aber, um den Einfluss sozusagen, den China jetzt schon in Europa hat. Genau. Und ich finde, man muss da eben auch sagen, so, das kann, man kann sehr viele generelle Kommentare machen, aber dann gibt es auch Leute, die forschen da im Detail und da wäre das genau richtig, mit denen zu sprechen. Dann frage ich dich nachher nochmal nach einer Handynummer und frage nochmal nach einem Interview. Und da wir uns 10 Minuten annähern. Liebe Janka, tausend Dank, dass du dir Zeit genommen hast für mich und für uns schön erklärt hast mit einem profunden Wissen, von dem ich länger schon profitieren darf und jetzt hoffentlich auch für euch, die ihr gerade zuguckt, sehr, sehr spannend, unterhaltsam und vor allem informativ war. Wir reden weiter, tausend Dank dir und wir sehen uns wieder, wenn das heißt, ach, keine Ahnung, ihr wisst es. Tausend Dank, tschüss. Tschüss.